Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster, ein sehr schönes und einfaches Muster. Ist ein Lochmuster. Das Muster ist sehr gut zum Beispiel für Loops oder aber auch für Schals geeignet. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, aber auch Tücher. Also das ist die rechte Seite, ich zeige euch auch die linke Seite, so schaut die linke Seite aus. Aber man kann mit Sicherheit auch Oberteile damit stricken. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mit mir eure Fotos teilt auf Instagram unter NK Stricken oder NK Häkeln. Für das Muster schlage ich die Maschen an. Die Maschen kann man so anschlagen, wie man das bis jetzt gewohnt ist, wie man das bis jetzt immer gemacht hat. So, und wir brauchen für dieses Muster die Maschenanzahl, die teilbar durch 4 ist, plus 3 Maschen. So, ich schlage dann noch weitere Maschen an. Also für dieses Probestück habe ich jetzt 35 Maschen angeschlagen, also 32 Maschen teilbar durch 4 plus 3 Maschen. So, die erste Reihe stricke ich erstmal alle Maschen links. Das nehme ich dann als linke Seite. Also erstmal eine Vorbereitungsreihe stricke ich. Also wie gesagt, alle Maschen links stricken. Die Randmasche nehme ich immer ab. Also bei mir ist es so, ich stricke die letzte Masche immer als eine rechte Masche. Deswegen nehme ich die erste Masche, die Randmasche, immer so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege und dann die Masche abhebe. Wenn man die letzte Masche links strickt, dann kann man auch die anders abnehmen. Also ihr könnt die Randmaschen so stricken, wie ihr gewohnt seid. Also jetzt stricken wir Musterrapport. Eine Masche rechts stricke ich, 3 Maschen links. Das ist Musterrapport, eine Masche rechts, 3 Maschen links. Und so stricken wir die Reihe zu Ende. Eine Masche rechts, 3 Maschen links. Am Ende der Reihe habe ich 3 Maschen links, eine Masche rechts und wie gesagt, die letzte Masche stricke ich auch rechts. Jetzt stricke ich die linke Seite. Das ist dann vom Muster die zweite Reihe. Also wie gesagt, die erste Reihe mit linken Maschen habe ich einfach als Vorbereitungsreihe gestrickt. So, die Randmasche nehme ich ab. Und jetzt stricke ich alle Maschen links. Auch die rechten Maschen stricke ich alle links. Also die zweite Musterreihe stricken wir alle Maschen links. Die dritte Reihe stricke ich genauso wie die erste Reihe. Eine Masche rechts, 3 Maschen links. Eine Masche rechts, 3 Maschen links und so weiter. Eine rechts, 3 links. Die vierte Reihe, die linke Seite, stricken wir alle Maschen links. Also die fünfte Reihe beginnen wir mit einer Randmasche und stricken wir 2 Maschen rechts zusammen. So ist es so, dass wir haben hier immer diese rechte Masche und diese 3 Maschen stricken wir immer rechts zusammen. Dann haben wir hier die rechte Maschen, die 3 Maschen rechts zusammen, die mittlere
Masche stricken wir immer rechts. Also jetzt mache ich einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag. Und jetzt haben wir diese drei Maschen. Also in die ersten zwei Maschen hebe ich ab, und zwar ich gehe von hinten, stiche ich ein und hebe bei den Maschen ab. Diese Masche, die dritte Masche stricke ich rechts. Und jetzt hebe ich die vorderen zwei Maschen über die hintere Masche. So, jetzt haben wir drei Maschen rechts zusammengestrickt. Jetzt stricken wir diese Masche rechts, also einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag. Und jetzt haben wir wieder diese drei Maschen. Ich hebe die ersten zwei Maschen von hinten ab, die letzte Masche rechts. Und jetzt hebe ich die ersten zwei Maschen über die letzte Masche ab. So schaut's aus. Und jetzt haben wir wieder eine rechte Masche, also Umschlag, eine rechte Masche, Umschlag, drei Maschen rechts zusammen. Und das wiederholen wir immer. Drei Maschen rechts zusammen, Umschlag, rechte Masche, Umschlag. Drei Maschen rechts zusammen. Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, drei Maschen rechts zusammen. So, am Ende der Reihe stricke ich zwei Maschen rechts zusammen und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Die linke Seite stricken wir wieder alle Maschen links. Auch die Umschläge stricke ich dann links. Es ist eigentlich dann schon Musterrapport. Ab der siebten Reihe wechseln wir, also stricken wir das Ganze versetzt. So, jetzt stricken wir die siebte Reihe. Die Randmasche habe ich schon abgenommen. Jetzt ist es so, wir hatten hier diese rechten Maschen. Die sehen wir jetzt hier. So, jetzt stricken wir diese rechten Maschen einmal hier in der Mitte zwischen den beiden Umschlägen. Also diese Masche stricken wir dann als eine rechte Masche. Das heißt, ich beginne jetzt mit zwei linken Maschen, erste Masche links, die zweite Masche links und jetzt eine Masche rechts. Jetzt stricke ich drei Maschen links, eine Masche rechts, drei Maschen links, eine Masche rechts, drei links, eine rechts und so weiter. Die linken Seiten, die stricken wir alle links. Die neunte Reihe stricken wir wie die siebte Reihe. Zwei Maschen links, eine Masche rechts, zwei Maschen links, eine rechts. Stimmt nicht, also drei Maschen links. Natürlich. Eine rechts, dann drei Maschen links. Eine rechts, drei Maschen links, eine Masche rechts. Also wir stricken diese rechten Maschen dann weiter und dazwischen immer drei linke Maschen. Also stricken wir die elfte Reihe, die Randmasche habe ich schon abgehoben. Jetzt ist es so, also hier haben wir diese rechte Masche, da stricken wir immer diese drei Maschen rechts zusammen. Dann die nächsten drei Maschen hier und dazwischen haben wir immer die rechte Masche. Deswegen beginne ich jetzt mit einer rechten Masche, ein
Umschlag. Jetzt haben wir hier diese drei rechten Maschen. Und jetzt stricken wir wieder drei rechts zusammen. Und zwar bei mir ist es zum Beispiel so, so wie ich das stricke, man sieht hier, die rechte Masche, die verkreuzt sich. Deswegen mache ich das anders ein bisschen. Die ersten zwei Maschen hebe ich ab. Dann drehe ich mir diese beiden Maschen. Und dann nehme ich die von hinten ab. Dann verkreuzt sich bei mir die Masche nicht. Vielleicht schickt ihr die richtigen Maschen anders, vielleicht passt es dann so, diese Maschenabnahme, die ich davor gezeigt habe. Jetzt stricke ich die rechte Masche und dann ziehe ich die beiden Maschen ab und dann sitzt es, also es ist dann keine verkreuzte Masche. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Also nochmal. Also ich nehme mir die beiden Maschen von der Nadel ab und dann hebe ich die Maschen nochmal auf die linke Nadel. So, dann habe ich die Maschen verdreht und erst jetzt hebe ich die beiden ab. Eine Masche rechts und dann ziehe ich die beiden Maschen wieder drauf und die Masche verkreuzt sich nicht. Also davor habe ich euch gezeigt, also hier diese Masche, man sieht schon, dass die verkreuzt ist. So, Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag. Und jetzt wieder die beiden Maschen. Eine Masche rechts. So, die Maschen. Drei Maschen zusammen, dann Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen zusammenstricken. Und so stricken wir die Reihe dann weiter und die linke Reihe stricke ich dann wiederum alle Maschen links. Das ist dann schon unser Musterrapport und wir beginnen das Ganze dann ab der ersten Reihe oder wiederholen das Ganze. So, am Ende der Reihe habe ich jetzt drei Maschen rechts zusammengestrickt, einen Umschlag, eine Masche rechts und die letzte Masche stricke ich rechts. Und wie gesagt, die linke Seite stricke ich alle Maschen links. So, und jetzt wiederholen wir das alles ab der ersten Reihe. Also die Randmasche nehme ich ab. Und dann beginne ich mit einer Masche rechts und drei Maschen links. Also diese kurze Reihe, also da haben wir drei Reihen von den also diese lange, das über dem langen Teil stricken wir drei Maschen links und hier stricken wir diese Masche rechts, damit man das erkennen kann. So, hier haben wir rechte Reihen gestrickt, da drüber stricke ich jetzt drei Maschen links und da haben wir die kurze, da eine Masche rechts. Drei Maschen links. Eine rechts. Also ich habe hier mit einer rechten Masche begonnen, drei Maschen links, eine rechts, drei links. Und das Muster wiederholen wir dann, wie gesagt, ab der ersten Reihe.